Die Grundidee ist so entstanden, dass wir im Herbst während der Corona-Zeit gemeinsam die CrossFit Games im Internet angeschaut haben. Und natürlich auch gemeinsam mit den Ninja Warrior Games, was man im TV sieht, haben wir uns gedacht, dass wir sowas für unsere Jungs eigentlich organisieren könnten. Vor allem nach einer langen Sommersaison, wo wir alle Events, auch alle Bewerber in einem Event verbinden möchten. Und so ist uns eigentlich die Idee in der Kabine dann entstanden. Die Organisation lebt von seinen Kollegen und Mithelfern und Mitstreitern. Und das hat man gesehen, dass da alle mitgeholfen, mit Feuer dabei waren. Alle waren begeistert und haben gesagt, das müssen wir unbedingt nächstes Jahr wieder machen. Und natürlich auch die Athleten, die sich gegenseitig gepusht haben, auch mannschaftsübergreifend. Und ich finde einfach, da war Leben drin jetzt die letzten 4 Tage, da war Engagement drin, da sind sie über ihre Grenzen gegangen, was mir ab und zu, jetzt haben wir im Training nicht so geht, weil alles gesteuert ist, aber da haben sie wirklich an die Grenzen gehen müssen. Und ich finde einfach, es war ein gelungenes Event, super organisiert, das, was wir uns vorgenommen haben. Und ich denke, wenn es gewünscht ist, dann werden wir das nächstes Jahr wieder machen. Und der Sieger, and the winner is... Ja, ich denke, ich versuche immer der Beste zu sein. Immer an mein Limit zu gehen, und es hat sich ausgezahlt. War bei jeden Kategorien ziemlich weit oben, also ganz am Ende auch ganz oben, also war ganz gut.